could stay right here and never leave. Wait up, sundown, wait a while. I don't want this day to end. Wait up, sundown, wait a while before the night descends. All this time, where have you been? I thought I had searched. Dieser Weg macht mich heute völlig fertig. So viele Eindrücke. Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradler, der mal wieder unterwegs ist. Und ihr seht, ich glaube, kann man es erkennen, es ist Dänemark. Ich werde hier wieder ein Wahnsinnswochenende wohl verbringen. Ja, Septemberwochenende, 8., 9., 10. September, ist nochmal richtig sommerlich bis hier hoch in den Norden und Dänemark. Ich bin bei Skive, das wird bestimmt anders ausgesprochen. Da starte ich hier am Limfjord, werde das so eine schöne Runde fahren, die bin ich letztes Jahr schon gefahren, aber ohne zu filmen. Und ich hatte ja mal Anfang dieses Jahres gesagt, dass ich das nochmal nachfahren werde und jetzt bietet sich das doch nochmal an. Richtig warm, warme Nächte, super Wetter, ja, Sonne versteckt sich ein bisschen so hinter Schleierwolken, aber das ist egal, Leute, 22, 23 Grad hier oben. Unheimlich warme Luft, ja, da musste ich los. Also ich mache wieder ein Wahnsinnswochenende hier von Skive. Fahre jetzt erstmal 20 Kilometer einmal auf der anderen Seite entlang. Und dann komme ich nach 20 Kilometern an einen hoffentlich Traum, den primitiven Campingplatz, den es hier in Dänemark gibt. Da möchte ich dann übernachten und eine schöne Nacht verbringen. Ja, und dann morgen 110 Kilometer entlang bis zur Nordsee Richtung Norden. Das ist mein Ziel für morgen. Tolle Strecke, kann ich nur sagen. Und am Sonntag natürlich wieder hier zurück. Das sind dann nochmal 120 Kilometer. Also insgesamt an diesem Mal 250 Kilometer. Ich habe das Rad ein bisschen bepackt mit 4 Taschen. Ja, es ist nicht alles super voll. Ist auch ein Zelt. Ja, besonders das Zelt ist heute wichtig, denn ich habe ein neues Zelt, ein leichteres Zelt wie mein altes, was ich jetzt auch eher auf den Radreisen mitnehmen möchte. Das werde ich, oder das werdet ihr, mache ich ja noch sehen, das werde ich nochmal aufbauen natürlich. Und dann nochmal was dazu sagen, was es ist. Also ich glaube, das könnte wieder ein sehr, sehr schönes Wochenende geben. Also es ist unheimlich warm, es ist 17:45 Uhr. Ja, und ich brauche ungefähr eine Stunde bis zum Zeltplatz, schätze ich mal, bis ich da bin. Und dann noch schöne Landschaften, tolle Bilder wird es bestimmt geben. Also wünsche ich erstmal viel Spaß bei heute am Freitag, am nächsten September. Wahnsinnswochenende, will ich da mal zu sagen.
wunderbare Strecke bis hierhin. Ich fahre jetzt ja doch auch morgen und übermorgen größtenteils auf der Limfjord Route 12. Werde ich nicht ganz folgen, gleich werde ich auch davon abzweigen. Da werde ich ja auf einer ehemaligen Insel werde ich fahren. Da ist ein kleiner Zeltplatz, wo ich hin will. Der wurde anno dazu mal, ja, mal eingedeicht. Seitdem ist es auch hier am Festland angebunden. Aber schaut euch das an. Toller Blick. Man sieht überall so ein bisschen Wasser. Da ist alles voll. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Ob ich da hin soll. Ob da schon die Insel ist. Oder werden wir sehen. Aber ich glaube noch nicht. Es sind noch 6 Kilometer noch. Gute 14 habe ich. Und Leute, es ist so warm. Ich schwitze unheimlich. Im September werden die Beine nicht schon so ein bisschen bräunlich. Hier überall. Würde man glauben, es ist noch richtig schöner Sommer. Aber der Herbst klopft an. Wenn dieses schöne Wetter jetzt wohl vorbei ist, das wird nicht mehr so warm bleiben, nie wiederkommen. Ja, schöne Tage wird es immer geben, aber nicht mehr so warm. Boah, soll man schwitzen. Ja, also schauen wir mal oder schaue ich mal, ob ich mal den schönen Zeltplatz jetzt mal finden kann. In 6 Kilometern. Then you offered your umbrella. Ja, kaum zu glauben, hier darf ich jetzt zelten. Ja, hier kurz dahinter, da ist ein Pfahl, dahinter ist eine Wiese. Da darf man zelten. Unglaublich, ich bin hier fast an der Spitze. Ja, was kann man sagen? Also muss man, ob das ja ein Fluss ist, ist es ja nicht, es ist wirklich ein Fjord. Ja, es geht einmal von der Ostsee zur Nordsee oder Nordsee zur Ostsee. Ja, aber es ist relativ wenig Strömung drin. Deswegen ist es schon fast ein stehendes Gewässer. Ja, aber herrlich. Wunderbar, was für ein Abend. Oh, ich habe ein klein bisschen länger gebraucht. Ist halt so. Oh, ich werde dann gleich mal das Zelt aufbauen, bevor die Sonne untergeht in einer guten Stunde. Ja, 20 Uhr geht sie schon unter. Ja, aber es war ja nur eine kurze Tour. Aber es ist unheimlich warm. Und das Wasser? Definitiv nicht kalt. Wunderbar. Ich weiß aber gar nicht, ob man hier so gut baden kann. Das sieht so ziemlich flach aus. Ja, egal. Ich glaube, das werde ich auch erstmal nicht machen. Ich werde jetzt erstmal Zelt aufbauen. Ja, und dann werden wir mal gucken, was ich da noch mache. Essen brauche ich nicht viel. Ich habe noch gut gegessen, bevor ich losgefahren bin von zu Hause. Ja, 2,5 Stunden, da war ich in Skif. Und dann gute Stunde hierher. Und schon habe ich einen Traumplatz zum Zelten. Ah. Naja, okay. Eins kann ich sagen, Mücken gibt es ja auf jeden Fall. Schon 1-2 Mal schon gestochen. Ja, ich hoffe, die beruhigen sich ein bisschen. Aber das ist echt klasse. Unglaublich, was man hier so in Dänemark darf. Naja, erstmal aufbauen. Ja, Leute, das ist das gute Stück. Noch liegt es flach am Boden. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Es haben auch viele andere schon. Ja, MSR, Haber Haber NX ist das Ultraleichtzelt, 2 Mann. Ja, ich habe mich ja entschieden, noch ein bisschen zu sparen am Gewicht.
heute nicht, auf definitiv nicht, aber bei einer längeren Radreise ist es natürlich auch wichtig, Gewicht zu sparen, und das ist 700 Gramm insgesamt mit Footprint auf, ja, aus mein anderes Zelt gesehen leichter, also 700 Gramm ist schon eine ganze Ecke. Ja, ich versuche das nochmal hier aufzubauen, zu Hause habe ich schon einmal geübt, war auch nicht ganz einfach, aber das werde ich schon hinkriegen, also dann mal los, wenn die Mücken nicht so viel stören würden. Alter Schwede, ich muss in Bewegung bleiben. Alter Schwede, die sind echt aggressiv. Schrecklich. Alter Schwede, sonst wird man hier echt zerstochen. Ja, war doch ganz einfach. Steht so, könnte man heute Nacht auch so lassen. Aber diese Mücken, ich glaube, ich werde das Regen-Tarpol da überschmeißen. Muss nicht sein, mache ich mal schnell, um zu üben. Muss auch in einer bestimmten Richtung rüber. Ha, schon verkehrt rum. Mann, hat lange gedauert, aber ging doch irgendwann. Ein bisschen eingeräumt habe ich schon. Ja, ob ich den Schlafsack heute Nacht brauche, weiß ich nicht. 15, 16 Grad heute Nacht. Den werde ich wahrscheinlich nur als Decke benutzen. Ja, ich habe jetzt die Taschen reingepackt. Eigentlich könnte man die gut in den Abseiten hier reinpacken. Aber die Mücken werden das, glaube ich, verhindern heute Nacht. Deswegen nehme ich sie komplett mit rein. Ja, und ein toller Abend. Ein bisschen ist die Sonne verschwunden hinter ein paar Wolken. So ein richtig schöner Sonnenuntergang gibt es nicht. Aber es ist unheimlich warm. Es wäre so ein schöner Abend ohne diese Mücken. Die haben mich jetzt die ganze Zeit genervt. Die nerven mich auch. Ich habe jetzt was Langes hier angezogen. Und trotzdem schwirren die ordentlich um einen rum. Ja, das kenne ich eigentlich noch nicht. Ja, ich war ja sonst immer auch in Schweden zum Beispiel im Mai. Da sind die noch nicht so. Aber jetzt Ende Sommer natürlich. Volle Population nochmal. Ja, das merkt man. Ja, ein paar haben sich schon rein verehrt. Die werde ich wahrscheinlich noch killen müssen, bevor ich schlafe. Aber ich werde gut schlafen, Leute. Ich habe ja noch gearbeitet heute Morgen. Ja, bin dann hier gefahren, 2,5 Stunden und dann noch 20 Kilometer Radfahren. War nicht anstrengend, nur warm. Aber das wird eine tolle Runde. Ja, zu dem Zelt kann ich noch nicht viel sagen. Raumangebot scheint gut zu sein. Lässt sich relativ leicht aufbauen. Ist ein bisschen anders wie mein altes Zelt, das ich auch noch behalten werde. Das werde ich wahrscheinlich eher wieder für so eine Tagestouren machen. Aber bei Langreisen sind 700 Gramm weniger. Ja, doch noch was. Ich habe alles Mögliche hier auch mitgenommen. Also auch vielleicht bin ich jetzt hier nicht unterwegs. Ich habe auch noch einen Campingstuhl mit und jede Menge zu essen, damit ich jetzt ja, diese Tage so gut wie gar nicht einkaufen muss. Wahrscheinlich mal eine Cola oder irgendwie ein kaltes Getränk. Das wird es wohl mal geben. Ja, oder wenn ich doch keine Lust habe, hier irgendwas zu kochen. Ich habe ja nur so eine ja, Instant-Nudel mit. Vielleicht gibt es ja auch wieder Kartoffelsalat und Würstchen. Muss ich mal schauen. Aber ich habe eigentlich alles Mögliche mitgenommen. Vielleicht schleppe ich auch wieder einiges umsonst mit. Ja, also ich werde wohl hoffentlich eine schöne, tolle, ruhige Nacht haben. Es ist unheimlich warm, auch jetzt, wo die Sonne fast weg ist.
Ja, und morgen geht's weiter. Es soll morgen noch gut sein. Also richtig toll. Ja, 25 Grad und das hier oben. Ich fahre dann ja Richtung Norden, immer am Limfjord. Da macht er auch Schlenker und also was. Ich komme immer mal wieder ans Wasser. Die Orte, ja, muss ich ja nicht nennen, das werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Aber ich kenne diese Tour, es wird schön. Tolle Aussichten gibt es. Es war bis diese 20 Kilometer auch schon eine tolle Strecke. Und jetzt sitze ich hier fast am Strand, ja, und darf hier zelten. Also ich finde es klasse, ja, und ich freue mich richtig auf morgen. Das werdet ihr dann sehen. Also dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Interesse. Ja, und dann hoffe ich, dass die Bilder heute was geworden sind und es nicht zu lang geworden ist. Ja, und dann danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Es wird wieder einen nächsten Teil geben, auf jeden Fall aus Dänemark, wenn der Flachlandradler natürlich wieder unterwegs ist. Also tschüss, moin moin, euer Flachlandradler Thorsten. Bis zum nächsten Mal.